Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch ein USB-C-Dock von Docktech bei mir. Es ist mit fast allen USB-C-Geräten kompatibel, die mehr als 5 Gigabit pro Sekunde Bandbreite haben und einen Videoausgang über USB-C unterstützen. Ich zeige es euch heute in Verbindung mit dem neuen iPad Pro von 2021. Bevor ich das mache, packe ich das Dock aber noch kurz aus. Es kostet auf Amazon ca. 40 Euro und kommt in einem einfachen Karton. Darin befindet sich eine Kurzübersicht des Docks und auch das Dock selbst. In der Übersicht steht auch, welche Geschwindigkeiten ihr bei den Anschlüssen haben solltet. Bei den USB-Anschlüssen sind es 5 Gigabit, beim Ethernet-Anschluss 1 Gigabit und bei den SD-Karten-Slots sind es bis zu 800 Mbit pro Sekunde. Der HDMI-Anschluss unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz und mit HDR. Die HDR-Funktion kann ich bei meinem Monitor leider nicht testen. Über den USB-C-Anschluss könnt ihr euer Gerät mit bis zu 100 Watt aufladen und die USB-Anschlüsse können bis zu 10 Watt an Leistung liefern. Mit all diesen Daten im Hinterkopf geht es nun weiter zum Dock an sich oder besser gesagt zu seiner Schutzhülle. Dieser ist zwar nicht besonders gut verarbeitet oder sonst irgendwie speziell, aber es ist gut, dass überhaupt eine Hülle dabei ist. Alleine dafür gibt es schon einen Pluspunkt. Das Dock selbst besteht aus Aluminium und macht einen gut verarbeiteten Eindruck. Es hat auch ein ordentliches Gewicht, welches die gute Verarbeitung positiv unterstreicht. Da ein zu leichtes Dock bedeutet, dass im Inneren keine ordentliche Kühlung verbaut wurde und die Leistung dann auch nicht durchgehend gehalten werden kann. Anschlusstechnisch haben wir einen Ethernet-Anschluss, einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts, zwei USB-A-Anschlüsse mit 5 Gigabit pro Sekunde, einen SD- und einen MicroSD-Karten-Slot, welche auch gleichzeitig genutzt werden können. Und zum Schluss noch den HDMI-Anschluss. Das USB-C-Kabel vom Dock selbst ist ebenfalls gut verarbeitet worden und hat einen Knickschutz auf beiden Seiten. Dann schauen wir uns noch kurz an, was es genau kann. Ich könnte jetzt mein MacBook dafür hernehmen, aber mit dem habe ich schon ein ähnliches Video gemacht. Aus dem Grund und weil Apple vor kurzem seine iPads aktualisiert hat, zeige ich es euch in Verbindung mit dem 2021er iPad Pro 11 Zoll. Da es sicher viele Leute gibt, die ihr iPad auch teilweise stationär nutzen und dabei nicht auf die wichtigsten Anschlüsse verzichten wollen. Es funktioniert sogar der Ethernet-Anschluss mit dem iPad. Falls ihr mal wo seid, wo es kein WLAN gibt oder ihr eine stabile und ausfallfreie Verbindung benötigt. Auch die SD- und MicroSD-Karten werden vom iPad sofort erkannt und können mit der Dateien-App produktiv genutzt werden, zum Beispiel um Videos von eurer Kamera auf das iPad zu transferieren. Bei den USB-Anschlüssen könnt ihr sowohl eine Maus als auch eine externe SSD oder einen USB-Stick anschließen. Und da die Dateien-App sich auch doppelt öffnen lässt, könnt ihr hier Daten sehr schnell von dem einen Gerät auf das andere kopieren, mit maximal 5 Gigabit pro Sekunde. Und während all dessen könnt ihr euer Gerät mit eurem USB-C-Ladegerät aufladen. Zum Schluss kommt noch der HDMI-Anschluss dran. Die 4K 60 Hz Funktion habe ich auch mit meinem MacBook getestet, es funktioniert. Beim iPad wird derzeit einfach nur der Bildschirm in 4 zu 3 auf dem Monitor gespiegelt. Ein paar wenige Apps, wie zum Beispiel LumaFusion, unterstützen aber eine 16 zu 9 Ausgabe und das mit der vollen 4K Auflösung. Beim iPad ist die HDMI-Funktion aber noch eher fürs Herzeigen gedacht, als fürs produktiv Arbeiten. Ich hoffe, das ändert sich noch mit iPadOS 15. Aber ja, das Dock hat bewiesen, dass man damit viel machen kann. Und es auch nicht in die Knie geht, wenn mehrere Sachen gleichzeitig gemacht werden. Wer für sein Notebook oder Tablet ein zuverlässiges und trotzdem nicht zu teures Dock benötigt und keinen Thunderbolt 3 benötigt, wird mit dem Dock von Docktech nicht viel falsch machen. Wer aber mehr benötigt, muss eh zu einem Thunderbolt Dock greifen und hier sind wir dann im Bereich von meist über 100 Euro und eher Richtung 200 Euro unterwegs. Für meine Anwendungsfälle reicht es vollkommen aus. Und ich kann mich nicht darüber beschweren, weder preislich noch funktionell oder verarbeitungstechnisch. Falls ihr Fragen zu dem Dock habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!